Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Baba is You. In der letzten Folge haben wir die letzten beiden Ebenen abgeschlossen, haben richtig geile Blumen hier bekommen. Guck mal, die leuchten super geil schön. Finde ich sehr nice. Und wir haben die Tempelruinen angefangen. Das erste Level, was aber nur ja ein Tutorial mäßig war. Und jetzt kommt erst der richtige Shit hier mit Tunnel Vision. Bin sehr gespannt. Die Tunnelvision. Ich habe eine Vision eines Tunnels. Er soll lang und schwarz sein, ohne Licht. Und jeder, der da rein soll, soll sterben. Okay, Keke is you. Ah, ach, wir sind Keke. Aha, Baba's Move. Nein, Baba, bitte. Nein, töte dich nicht. Oh, ich konnte ihn nicht aufhalten. Baba is you? Baba has walk. Okay. Baba hat einen Stein bei sich. Das ist höchst interessant. Schön gemacht, Baba. Wir sind der Flagge sehr, sehr nahe. Okay. Baba is move. Wir können Baba nicht aufhalten. Er hat einen Stein bei sich. Was sonst? Wall is stop, water sink, flag is win, rock is push. Aber was ihr noch nicht wusstet ist, Leute, dass Baba einen Rock dabei hat. Okay, wir können ihn aufhalten. So, Baba. Du darfst dich nicht einfach töten. Ich mach das vor dir. Okay, ich denke einfach mal, wir müssen hier so eine Endlosschleife bauen. Quasi, Baba hat einen Rock und der Rock hat einen Baba oder sowas. Wisst ihr? Irgendwie sowas. Rock is move? Rock has Baba. Baba has Rock? Rock has Baba. Das ist doch schon die Lösung, oder? Der läuft da rein. Jetzt haben wir einen Rock. Und der Rock hat Baba. Ich meine, das sind beides Wörter, die nicht umrandet sind. Sollte eigentlich gehen. So, der Rock hat einen Baba. Jetzt schubsen wir den Rock da rein. Da, im Rock war ein Baba drin, habt ihr nicht gewusst, ne? Ja, krasser Scheiß. Aber was ihr auch noch nicht wusstet, ist nämlich, dass Baba einen Rock hat. Ah, shit. Nein, Baba, du musst moven. Ja, sehr schön. Und da können wir einfach durchgehen. Ah, das war eine Baba-Rockception. Baba hat einen Rock und im Rock war aber ein Baba drin und dieser hatte wieder einen Rock. Oh mein Gosh. A present for you. Ja, ein Geschenk. Liebe. Love is you. Love is you. Nee, 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 nee. Da gibt's auch irgend so ein Lied, oder? Box is push. Love is you. Ich glaube, das ist irgend so ein DSDS-Song. Box is push. Okay, ich glaube, wir müssen hier auch wieder machen. Oh, was? Fleck is melt? Love is melt, meinte ich natürlich. Oh, love is melt, water is hot. Box has flag. Das ist so interessant. Hier, box has flag. Wall is stop. Ist, wenn wir die Box dagegen pushen. Ah, aber die Box ist nicht meld, deswegen geht sie gar nicht erst kaputt. Wie kommen wir denn da die Box ran, Leute? Ich meine, da ist eine Flagge drin und Flagge ist wahrscheinlich Win. Ja, oben links steht Flagge ist Win. Love is you. Ich meine, wir können die Box werden, ja? So, jetzt sind wir die Box. Schön. Und wir können sagen, Love is push. Und wenn Love push ist, dann ist das gut. Weil nämlich, das Schöne ist ja, was ihr noch nicht wusstet, Love ist nämlich Melt und dadurch kann Melt, ach, das bringt uns gar nichts. Love stirbt ja trotzdem. Wir müssen als Box sterben, okay, warte, wir müssen die Box irgendwie umbringen. Stirb, Box! Aber wie bringen wir denn die Box um? Hä? Hä? Hm? Huh? Also, in der Box ist unser Ziel. Und die Box muss sterben. Wir können sagen, Box ist Push. Ist aber auch jetzt schon Push. Wir können sagen, wir können die Box werden und sagen, Love ist Push. Bringt uns gar nichts, haben wir gerade gemerkt. Wir können sagen, Box ist You. Das wird gehen. Aber wenn wir die Box sind, dann bringt uns das auch nichts, oder? La la la, Love is You. I wanna care for you. Da, da, da. Ich kenne den Soundtrack leider nicht. La la la, jetzt sind wir die Box und wir sind Love. Oh, okay, wir können mit der Box rausgehen, können sagen, Water ist nicht mehr hot. Jetzt können wir auch als Herzchen hier raus. Wir können sagen, Water is love. Jetzt sind wir ganz viele Herzchen. Sehr schön, Leute, sehr schön. Das gefällt mir, wo das hier hinläuft. Immer mehr Liebe, Liebe ist gut. So, wir sagen, love ist, nein, meine Liebe. Wir müssen unsere Liebe behalten. Wer die Liebe nicht ehrt, ist den Sex nicht wert oder irgendwie sowas, ja, ja. Love is you, Box is you. Wir müssen die Box immer nach wie vor kaputt machen. Ich meine, hier, Liebe ist ja Meld.
wenn Liebe jetzt gleichzeitig... Ich möchte meine Liebe nicht kaputt machen. Warte, die drei Lieben müssen hier raus. Ich möchte meine Liebe behalten. Wir sagen jetzt... Love is hot. Ich glaube, ich habe mir schon alles kaputt gemacht hier. Nee, habe ich nicht. Moment. Wir können ja sagen, wir können das Love hier mitnehmen. Aber dann ist das Meld nicht mehr da. Wir können sagen, Love is hot. Okay, was ich machen will, wir müssen hinbekommen, dass die Box Meld ist. Kriegen wir auch nicht hin, ne? Wie kriegen wir denn das Love jetzt da raus? Gar nicht. Wir kriegen das You da nicht mehr weg. Das ist natürlich lame. Kriegen wir das noch irgendwie anders hin? Water is hot, Box is you. Ich meine, wir sind ja auch die Box. Wir sind auch die Box. Box is you. Box is you. Box is you. Aber die Box ist nicht Meld. Da bin ich gerade verwirrt, Leute. Moment, was? Ich hatte irgendwas vor. Das sieht dir doch gar nicht so schlecht aus. Water is love is Meld. Wir müssen hinbekommen, dass die Box Meld ist. Aber... Nee, dass die... Doch, dass die Box Meld ist. Aber ich krieg das Box da nicht mehr raus. Also am Anfang lag schon der Fehler. Wir müssen das nach oben schieben. Und sonst war aber alles richtig, oder? Ich glaube schon. Nee, so kriegt man das auch nicht raus. Hey, wie kriege ich denn hin, dass ich... Oh, vielleicht, indem wir einfach das ein bisschen nach links schieben. Dann haben wir nämlich auf der linken... nach rechts schieben. Dann haben wir auf der linken Seite noch ein bisschen Platz. Moment, das Box muss nach oben. So, Box is you. Dann sind wir die Box. Und jetzt schieben wir das einfach immer weiter. Genau. Klingt soweit ganz gut. So, wir sind hier wieder das Herzchen. Wir schieben das dahin, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Denn Liebe benötigt sehr viel Platz, müsst ihr wissen. So, ein vielleicht noch und dann sollten wir gut bei der Sache sein. So, okay, jetzt haben wir ganz viel Platz. Box ist Push von mir aus erstmal, da können wir die Box hier rausholen. Damit wir hier auch Platz haben. Alles klärchen. So, jetzt machen wir genau dasselbe, was wir eben gemacht haben. Und zwar sagen wir, Box is you. Denn dann haben wir die Möglichkeit, mit der Box hier rauszugehen. Das ist doch schon mal sehr schön. Jetzt machen wir das Water is hot weg, dann können wir auch mit dem Herzchen raus. Okay, geil. Jetzt ist die Frage, wir müssen Box is Meld hinbekommen. Das heißt, wir holen uns das Meld und schieben das auf jeden Fall rein. Und dann müssen wir eigentlich nur das Box is runterschieben. Und wir müssen aber noch hinbekommen, dass Box Push ist. Also holen wir uns hier noch ein Is. Es war jetzt ein bisschen schade, dass wir die ganzen Liebesdinger nicht mehr haben. Aber Leute, manchmal muss man die Liebe aufgeben, um an die Flagge zu kommen. Es tut mir leid. So, Box ist Push. Box ist... Hä? Achso, Water ist nicht mehr hot. Nein, wie komme ich denn hier wieder rein? Achso, ja, ganz easy. Wir können ja einfach das Water ist hot hier reinschieben. Wie wär's damit? The water is... Nee. Water is hot. Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, wir haben's. The water is hot. Black is... Da haben wir die Flagge. Und Flag is win. Danke. Huh. Nice. Gefällt mir gut. Okay, das war schon mal ein krasses Level. A present for you. Schade um die Herzen, aber ist okay. Ist okay, ich kann damit leben. Unreachable Shores. Was heißt denn Shores? Shores ist ein Cliff oder sowas? Ein Riff? Ich muss aber mal kurz nachgucken. Wir wollen ja hier auch ein bisschen ein Infotainment-Kanal werden, ne? Ufer, Land, Küste, Strand. Ja. Hab ich schon fast gedacht. Ein Ufer. Unreachable Ufer. Okay, wir sind Keke. Wir sterben, wenn wir ins Wasser gehen. Box has love, Leute. Keke is you. Box is push. Box is push. Und ist Box vielleicht auch noch irgendwas anderes? Box has love! Warum ist die Box jetzt gestorben? Weil Water Sink ist? Ja, weil Water Sink ist. Okay, Water Sink. Flag is win. Text ist float, Leute. Text ist float. Das ist bestimmt wichtig. Text ist float. Das heißt, wir können den Text über das Wasser hier rüber machen. Okay. Love is defeat. Und nein. Die Liebe will mich nicht. Love is defeat. Jetzt kommen wir da nicht mehr rein. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Ich meine, wir können sagen, da wir Box ist... Box ist hier Push, das brauchen wir nicht mehr. Wir können das da durchschieben, was uns absolut nothing bringt. Okay, ich hätte gedacht, wir können vielleicht das Has da wegschubsen.
Aber nein. Na gut. Set me back, please. Ich glaube, wir dürfen nicht mal die Box da durchpushen, sondern wir machen das einfach so, wie wir es eben gemacht haben. Ups. Nur halt mit der... Hä? Oh, sag doch nicht... Warum muss die Box oben sein? So ein Bullshit. Das finde ich immer noch blöd, dass man das nicht einfach in beide Richtungen machen kann. So, Box ist Push. Mit der Box packen wir das Häs da weg. Die Box ist trotzdem weg. Und wir kommen hier nicht rein. Ja, lel. Ja, lul, das ist ja richtig witzig. Okay, Leute, was ihr aber noch nicht wusstet, ist, dass ich hier auch versinke. Häs, Push, Box, Box. Keke ist Box. Box ist Keke. Box ist Keke ist you. Jetzt haben wir zwei Kekes. Und die Kekes... Okay, der eine Keke kann da schon mal das Ding aufmachen. Okay, ich glaube, das ist schon mal richtig. Love is defeat. Wir können jetzt das Love und die Box hier rausholen. Was auch immer uns das bringen soll. Wir haben auch noch ein Häs. Das wird wahrscheinlich wieder so eine Endlosschleife sein. Dass wir Keke werden müssen. Oder Love oder irgendwie sowas. Keke, Box. Box ist Box. Box has Box. Das klingt gut. Wir können aber auch sagen, Keke has Box. Okay, warte. Mein Kopf sagt mir, wir müssen so eine Unendlichschleife machen. Allerdings, wenn wir natürlich jetzt sterben, wenn wir sagen, Keke has Box. Wenn wir jetzt sterben, dann spawnt da eine Kiste. Das bringt uns gar nichts, weil wir jetzt natürlich tot sind. Aber was wir machen können, wäre zum Beispiel... Wir haben ja noch ein Love. Wir können sagen, you is Box geht nicht. Geht Box ist Keke. Box ist Keke. Box ist Keke ist you. Sollte funktionieren, oder? Dann, wir werden die Box, also Box, wenn es dir eine Box gäbe, dann würde diese Box zu Keke werden und Keke sind aber wir. You know what I mean. Und Keke hat immer eine Box dabei, das heißt... Tot, lebendig, tot, lebendig, tot, lebendig, tot, lebendig, tot, lebendig, tot, lebendig. Ja, ich weiß, ich könnte einfach zur Flagge gehen, aber so ist es witziger. Stirb, stirb, du blödes Wasser, ich hasse dich. In der Box ist ein Keke und der Keke hat eine Box. Woo, yeah. Okay. Make a win. Okay, wir mussten gar nichts mit dem Love machen. Ich hätte eher gedacht, dass es doch irgendwie in der Box dann eine Love drin sein muss oder so. Das war ja super easy. But where's the key, Leute? Wo ist der Schlüssel? Das ist jetzt hier die Frage. Schlüssel, wo ist der Schlüssel? So, Leute, was haben wir hier? Key is open. Oh, endlich mal wieder ein Key. Ich hatte lange kein Key mehr. Box is weak. Haben wir überhaupt eine Box? Wir haben noch... Ich sehe keine Box. Aber der Box hat einen Schlüssel, Leute. Hätten wir eine Box, dann wären wir richtig gut. Wir können sagen... Keine Ahnung, was wir sagen können. Okay, wir brauchen einen Schlüssel... Also das ist der erste Gedanke. Wir brauchen einen Schlüssel, um hier die Tür zu öffnen und dann können wir die Flag berühren. Wall ist leider stop. Barber ist Barber. Wir können Barber also nicht zu einer Box machen. Door shut and stop. Shut and stop? Was ist, wenn man dann die Tür aufmacht? Ist sie dann trotzdem noch stop? Ne, die Tür geht dann wahrscheinlich weg, ne? Okay, sehr interessant. Box is weak and key. Barber is you and weak. Da fällt mir jetzt spontan so gar nichts ein. Box has key. Box is box. Key ist Box. Box ist Key. Aber wir haben weder einen Schlüssel noch eine Box. Was willst du mir damit sagen, Spiel, hä? Was willst du mir damit sagen? Box. Box and Barber is you. Bringt auch nichts, weil es gibt ja keine Box. Box and Barber is you. Gibt es irgendwo eine Box, die ich bewegen kann? Nein. Key is open. Box is weak. Barber has Key. Barber has Key bringt uns gar nichts. Wir können es halt auch nicht defeaten. Box has Key. Barber is you has Key. Funktioniert sowas? Nee. Aber es geht. Barber has Key. Was auch immer uns das bringen soll, Leute. Ah, ich weiß es. Okay, warte. Wir müssen, glaube ich... hier, dieses Week. Wir müssen uns auf jeden Fall umbringen. Und während wir wieder sterben, müssen wir irgendwas anderes machen. Also wir sagen, Barber is weak. Weil wir Baba nicht zu was anderem machen können. Wenn wir jetzt nämlich gegen den Rasen gegenlaufen, dann sind wir tot. Und dann sagen wir, nee, wir sagen Baba is you and weak. Dann haben wir das, What, man darf nicht mal gegen die Steine hier? Okay, das ist interessant. Baba is you and weak, dann sind wir weak. Und wir sagen Baba, da Baba nichts anderes werden kann, weil Baba Baba ist, sagen wir Baba hat irgendwas.
Aber has, ja, den Key. Aber die Boxen sind bestimmt auch noch interessant. Baba has Box und Box is Key. Baba has Key. Key is Box. Was weiß ich denn? Und Box has Box. Das funktioniert nicht, ne? Aber irgendwie sowas wird das sein. Also jetzt sterben wir. Wir werden ein Schlüssel. Jetzt müssen wir gleichzeitig noch der Schlüssel werden, oder? Nee. Aber es gibt keine Box. Also wir müssen Baba bleiben. Wir können auch kein Text werden. Wir können kein Key werden. Was ist hier der Plan? Baba is you. Baba has Key. Wir müssen, glaube ich, so ein Kreuz hier bilden. Also kein Kreuz, sondern so ein, you know what I mean. Key has Baba. Das macht vielleicht mehr Sinn. Key has Baba. Baba is you. Aber Baba muss doch auch irgendwas haben. Baba muss irgendwas haben, damit etwas erscheint. Das funktioniert nicht. Key. Baba has key and is weak. Funktioniert sowas? Baba has key. Nee, and is geht wahrscheinlich nicht. Warte, das müssen wir mal ausprobieren. Also laut Englisch müsste das doch gehen hier. And is weak. Doch, das geht. Oh, and is geht. Baba is you and is weak. Das ist höchst interessant. Okay, damit wird das an irgendwas zu tun haben. Baba is you and is weak. Und dann sagen wir key is box. Box has key oder so. Nee, Baba muss was haben. Box has you? Key has you? Das funktioniert nicht, oder? Hä, and is box and key has key. Baba and box has key? Baba is you and box? Wir können keine zwei Entitäten sein. Wir müssen Baba bleiben, weil Baba Baba ist. Baba kann nichts anderes sein. Aber können wir sagen, dass die Box Baba ist? Das müsste gehen, oder? Eine Box ist Baba, das geht. Also eine Box kann Baba sein, aber Baba kann keine Box sein. Okay. Box ist Baba, Leute. Box ist Baba. Und Baba is you and has Box. Jetzt müssen wir nur schwach sein. Wenn wir jetzt sterben, dann sterben wir als Box, aber die Box ist Baba und dann leben wir weiter. Okay, cool. Wir sind nah dran. Baba ist weak. Baba weak. Baba is you. Baba has Box. Baba has Box und wir sind weak. Box ist Baba. Baba has Box. Baba is you and weak. Eine Kiste erscheint, die 1 Milliarde Mal stirbt. Okay. Schön. Aber wir kommen da nicht raus. Was ist denn, wenn wir an so einen Baum gegenlaufen? Passiert genau dasselbe. Aber die Tür ist stop, Leute. Sehr schön. Okay, also gegen die Tür können wir gegenlaufen und können uns dann wiederbeleben. So, wie will Key? Box ist Baba. Has Key. Ist das ein Key? Okay, dann sagen wir Key ist Baba. Has Box. Das macht gar keinen Sinn. Was? Key ist Baba? Ich meine, wir können auch sagen, das We kommt weg und dann können wir sagen, dass Key is you. Box is you. Box is you. Baba has box. And is weak. Okay, dann sind wir jetzt eine Kiste. Okay. Wir sind eine Kiste. Baba ist tot. Key. Wir brauchen ein Key. Wo kriege ich denn ein Key her? Also ich meine, wir sind jetzt eine Kiste, ja. Das ist wunderschön. Wir können auch sagen, ups. Wir können auch sagen, dass Key is you ist. Und wenn wir dann sterben, dann werden wir immer noch eine Kiste, weil in uns drin nur eine Box ist.
Baba has key, dann sind wir aber auch tot. Oh, ich glaube, ich bin so nah wieder dran, aber ich verstehe das letzte Zündlein an der Waage verstehe ich ja wieder nicht. Wir müssen diese is und ands, glaube ich, doppelt benutzen. Box is you and you has box? Nee. Baba has box? Box has box. Box has key? Oh Mann, Brain, please, please, funktioniere. Ups. Okay, ja, dann sind wir eine Kiste, das bringt uns aber nichts. Box and Baba is you, funktioniert das? Aber eine Box and Baba? Box and Baba is you, das funktioniert auch. Okay, und Box is... Achso, is weak geht nicht. Aber wir können sagen, Baba is weak. Baba ist weak. Baba ist weak und dann sterben wir einfach. Jetzt hat Baba halt nichts mehr. Baba ist weak. Has. Das geht nicht. Has key. Ich glaube, wir waren eben näher dran, als ich jetzt bin. Das geht nicht. Das geht nicht mal. What the heck? Baba ist weak. Box has key. Okay, was ist, wenn wir sagen, Box has key? Also wir sagen jetzt, Baba is you and is weak und die Box hat einen Schlüssel und Baba hat eine Box dabei. Wenn wir jetzt gegen die Wand laufen, dann sind wir eine Kiste. Wir können uns nicht wiederbeleben. Aber die Kiste hätte jetzt einen Schlüssel da drin. Aber wir sind nicht die Box. Was ist, wenn Baba beides hat? Baba hat eine Box und einen Schlüssel. Wenn er beides in sich drin hat. So. Und Baba ist weak? Vielleicht habe ich zu kompliziert gedacht? Achso. Ah, ich kann nicht sagen, dass Baba ist weak ist. Okay. Krieg ich nicht hin, ne? So gar nicht. Okay, Leute, so langsam glaube ich, es hat was mit diesem Baum hier zu tun, dass wir sagen müssen, Baba hat irgendwas. Daran kommt gar nichts vorbei, dass Baba was hat, weil wir als erstes Baba sind und er nun mal sterben muss. Und beim Sterben, beim Vorgang des Sterbens, müssen wir etwas anderes werden. You know what I mean? Aber ich weiß nicht wie. Wie kann ich sowohl weak sein, als auch was in mir führen? Weil Baba is you is weak geht leider nicht. Da geht wirklich... Es geht nur and is, das wird gehen. And is weak. So, das geht. Dann kann ich hier irgendwo gegenknallen. Schöne Sache. Es würde auch gehen, Baba is you and weak. Dann hat man das is frei. Das kommt auf dasselbe hinaus. Ich meine, wir können das hier auch umherschieben, ja? Ich glaube, wir müssen wirklich weak sein und dann irgendwie sterben, aber ich komme einfach nicht drauf. Baba has box. Box is key. Und wenn wir das alles noch ein weiter nach links schieben hier, dann können wir das Ding... Bringt doch alles nix. Wir müssen sagen, Baba is key, aber das geht auch nicht. Wir müssen sagen, wir sind dann die Box. Box is Baba. Box is Baba is you has bla bla bla. Oh mein Gott.
Also Moment, das Häs muss auf jeden Fall unter ihn. Weil anders geht das nicht. Eine andere Position für das Häs habe ich einfach nicht. So weit, so gut. Dann Box ist Barber. Das geht, weil so rum geht das, nur andersrum nicht. Barber ist Box, wird nicht gehen, aber Box ist Barber ist okay. So, Box ist Barber ist you and weak. Das ist, aber das hatten wir auch schon mal, oder? Ich drehe mich immer nur im Kreis in diesem Spiel. Jetzt sind wir weak. Und wenn Barber eine Box hat, dann ist alles toll. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal. Sind wir eine Box und sterben und beleben uns wieder. Wir können auch gegen die Mauer einfach knallen. Das ist interessant. Oh, ich weiß nicht, wo ich dieses Key unterbringen soll. Barber has Key geht halt auch nicht. Es sei denn, wir können das irgendwie so hinschieben, dass wir, während wir dieses Key da reinbuddeln, vielleicht wenn wir das hier irgendwie so rüberschieben, dass wir dann, sobald wir... Also jetzt hat er noch eine Box. Wenn wir jetzt sterben... Ah, vielleicht wirklich so irgendwie, warte mal. Wenn wir dann sterben... Ihr wisst, was ich machen will, oder? Ich will irgendwie den Rasen hier benutzen. So, irgendwie. Aber dann müssen wir die Box sein. Dass wir uns da drauf dann noch bewegen können, ohne weak zu sein. Irgendwie sowas. Aber funktioniert ja auch nicht. Was passiert denn, wenn Key ist Barber ist? Dann sind wir einfach nur tot, oder? Box heißt Key ist... Box? Geht das? Box heißt Key ist Barber ist you and weak. Bin einfach nur tot. Weil Barber nichts mehr hat. Die Box hat jetzt einen Schlüssel. Aber Barber ist nix. Barber hat nix. Deswegen, das Häs muss auf jeden Fall hier unten hin. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Barber muss irgendetwas besitzen. Ist er denn? Wir werden ja nicht mal was anderes. Das ist die Sache. Also das muss auf jeden Fall dahin. Jetzt ist nur die Frage, was er hat. Er muss eigentlich eine Box haben, damit in dieser Box irgendwas drin sein kann. Aber wir sind jetzt keine Box. Sobald wir aber die Box werden, ist schön, dann können wir immer wieder zur Box werden. Und wieder zu Barber. Und Barber muss dann in diesem Moment... Also, mein Plan ist jetzt, Leute. Pass auf. Mein Plan ist, Barber hat eine Kiste. Alles klar soweit? Barber hat eine Kiste, wir sterben. Wir sind eine Kiste. Und jetzt will ich, dass diese Kiste einen Barber drin hat. Nee, dass diese Kiste einen Key drin hat. Ich möchte, dass die Kiste einen Key drin hat. Aber währenddessen Barber die Box hat. Key and Barber has Box. Irgendwie so vielleicht. Key and Barber has Box. Aber da kommt ja kein Key raus. Die Box müsste auch einen Key haben. Barber has muss das schon sein. Aber was mache ich mit dem Key? Key... Box ist Key. Bringt auch nichts, weil wir dann keine Box mehr sind, wenn wir sterben. Oh, aber... Moment! Okay, wir verwandeln uns dreifach. Weil die Box nennen... Box ist Key? Ah, Barber hat eine Box bei sich. Er stirbt. Und in der Box... Oder die Box ist ein Schlüssel. Wenn wir also hinbekommen zu sterben, während wir eine Box sind, dann wäre das echt Töfte. Das hat doch bestimmt irgendwas mit dieser Umgebung hier zu tun. Das kann ich mir gut vorstellen. Okay, das geht nicht. Gib mal her hier. Wie kriegen wir denn das jetzt? Ach. Machen wir das so. Baba has Box. Schön. Box ist Key, ist auch schön. Key is you müssen wir hinbekommen. Irgendwie so. Barber ist weak. Und jetzt, wenn wir das da reinschieben, müssen wir sterben. Ah, nochmal neu. What the hell? Was ist denn das für ein schweres Level? Okay, die Map hier. Fünftes Level ist mega kacke, but where's the key, ey? Ja, where is the key? Das ist exactly die Frage. Wo ist dieser Scheißschlüssel, hä? Okay, Love is out there, machen wir noch. Sechste Level, fünfte Level ist ja mega behindert. Da brauche ich Hilfe, Leute. So, das Häs können wir nicht bewegen. Key and is weak. Box is weak. Box is push. Box is weak, das heißt, die Box wird auf jeden Fall gegen die Tür sterben, die übrigens shut ist. Ja. Schön.
Was haben wir sonst? Key ist open. Box ist Key, können wir machen. Ist Key vielleicht auch Push? Nee. Aber wir können sagen, Box ist Key and Push. Dann können wir den Schlüssel schon mal benutzen. Hä? Okay, egal. Key ist Push, können wir auch einfach sagen. Denn die Box ist ja jetzt schon Key. Also alles cool. So, Key ist Push. Wir können den Schlüssel da durchmachen. Wir müssen sagen, Key has irgendwas. Key has Box vielleicht? Ich meine, was anderes können wir da nicht machen. Hier oben ist noch einer frei. Das verunsichert mich. Aber wir können ja auch keine andere Identität werden. So, Key has Box. Und Key ist aber auch Push. Key has Box und Key ist Push. Wenn wir jetzt den Key da durchmachen... Wieso hat er keine Box mehr? Hä? Key, du sollst eine Box haben. Wo ist denn die Box hin? Key has Box. Und Key stirbt. Okay, das verstehe ich nicht, Leute. Wieso ist denn sofort der Key weg? Love is win, by the way. Box. Okay, send me back. Please. Box. Box hat noch eine weitere Box. Box has Box and Key. Ups, sorry. Sorry, kleine Kiste. Box. Aber das Has kriegen wir hier nicht runter. Es verunsichert mich hier mega, dass ich hier einen wegschieben kann. So, jetzt ist Box auf jeden Fall nicht mehr weak. Okay. Wir können die Box pushen. Und wir können sagen, Key is weak. Was überhaupt gar nichts bringt. Aber wir haben jetzt ein is weak. Und wir haben ein... Oh, wir haben eine Box da oben. Also wir können sagen, irgendwas hat eine Box. Wir können zu einem sagen, Box hat eine Box. Aber wir brauchen Keys. Das heißt, der Key... Glaube ich zumindest. Der Key hat eine Box. Jetzt ist die Frage... Nee, das ging eben auch schon nicht, ne? Aber vielleicht geht das jetzt, weil Box ist nicht mehr weak. Ein Versuch ist es wert. Vielleicht ist die Box eben nur gestorben, weil sie weak war. Und die Box konnte dann gar nicht erst Box sein. So. Ach, wir haben gar keinen Schlüssel. Box is key. Box is key has box. And key has box. Box and key is... What? Aber die Box ist nicht mehr weak. Also wir können dieses Box hier nehmen und die Box wieder weak machen. Wir können die Box pushen. Box ist push. Wir können das and hier oben noch mit einfügen. Key and box has box. Das ist wahrscheinlich auch... Ja. Box and key. Hey, Moment, da kam dasselbe bei raus, ne? Also ich denke auf jeden Fall, das Box muss hier in die Ecke. So, so viel schon mal dazu. Key and box has box. Aber das ist dasselbe wie box and key has box. Deswegen macht das überhaupt keinen Sinn, oder? Key and box has box. Wir können auch machen, dass irgendwas key has box is box sagen. Oder Box has Key is Box. Key has Box is Key Box. Push, hallo? Was muss ich machen? Hallo? Bitte, ich brauche wieder einen Schlüssel. Ja, Key is Push. Box is Push. Key is Push. Oh, ich hasse das jetzt schon, Leute. Vielleicht muss ich wirklich einen Stream machen, so wie der Sebi das gemeint hat. Weil alleine wird das echt anstrengend hier. Mann. Vorhin, ich habe heute den ganzen Tag wieder Physik gemacht und mein Brain ist jetzt eigentlich nicht mehr so leistungsfähig. Key and Box has Key. Bringt uns das denn was? Ich würde das ungern hier oben hinlegen, ohne zu wissen, ob es was bringt. Wenn der Key und die Box eine Box in sich haben, aber gar nichts weak ist, dann bringt das doch gar nichts. Wir können das ist ja nur nach oben schieben, aber an der Stelle hier, wo wir jetzt stehen, da ist ja kein Wort. Da ist ja entweder nur ein has oder ein is. Das ist dumm. Wir können die Box weak machen. Vielleicht muss man das sogar am Anfang so lassen, dass die Box weak ist, damit sie überhaupt sterben kann. Aber vermutlich, ne? Und danach muss man erst irgendwas anderes machen. Also die Box ist jetzt noch weak. Können wir dagegen laufen? Ja. Wir können sie zumindest bewegen. Und in der Box muss irgendwas drinne sein, was uns weiterhelfen. Gut. Und zwar ein Schlüssel. Box has key. Die Box hat einen Schlüssel und eine Box. Und gleichzeitig ist die Box aber weak.
Ah ja. Jetzt können wir ja unendlich von den Dingern produzieren. Okay, die sterben immer wieder, weil Box weak ist. Jetzt sagen wir, die Box ist nicht mehr weak. Und sagen, der Key ist push. Dann können wir den Key schon mal dagegen knallen. Box heißt Key and Box. Eine Box hat einen Schlüssel und eine Box. Also wir haben es jetzt schon geschafft, ja, schön. Ich raff gerade nicht, warum der Schlüssel hier doppelt durchgegangen ist. Die Box, sie ist gestorben, weil sie weak war. So, die hatte in sich drin einen Schlüssel, den haben wir hier. Der Schlüssel ist pushable, weil wir das hier eingestellt haben. So, okay. Die Box hatte einen Schlüssel. Das ist der da. Hä? Ich will das checken, was wir hier gerade gemacht haben. Ein Schlüssel und eine Box. Cool. Und der Key? Der Key hat aber noch gar nichts. Box heißt Key. Ja. Also entweder waren das jetzt wirklich mehrere Schlüssel, die wir hier hatten. Und der hat die einfach einzeln verbraucht. Oder aber irgendwas anderes ist passiert. Ich weiß noch nicht, was. Was ist hier passiert? Warum ist der Schlüssel denn nicht kaputt gegangen an der Tür? Die Tür war doch shut. Und Key ist open. Normalerweise ist dann immer der Key weg. Kann mir das bitte jemand in den Kommentaren erklären, der das gerafft hat? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab die Lösung, aber ich hab die Lösung nicht verstanden. Also ja, aber das ging auf jeden Fall besser als die 5. Die 5, da brauche ich Hilfe. Wenn ihr mir da auch noch einen Tipp geben könntet, wäre ich auch sehr glücklich drüber. Gut, die Aufnahme geht schon wieder eine Stunde, Leute. Viel zu lang. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Hoffe, der Vater hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, dann lasst auch ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.